Herzlichsten Glückwunsch, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Seid herzlich, wo sind das? Seid herzlichst gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern und diverse. Da blinkt was. M links unten. Muss ich das jetzt machen? M heißt machen. Ich muss es machen. Seid herzlichst gegrüßt. Und besonders grüße ich wie immer. Ich grüße jetzt mal die Vanessa. Auch neu, die, ich sage jetzt nicht, wer das ist, aber sie wird es dann wissen. Hey. Herzlich gegrüßt, liebe Vanessa. Und ich grüße die liebe Uschi aus dem Forum. Und die lieben Mad Max oder was, die lieben Arbeitskollegen, den Sondler Felix, den Markus und den Roland. Entschuldige, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt hier. Wahnsinn, das ist die Bude von dem. Oh, Wahnsinn, da war ich noch gar nicht so richtig rumgeschaut hier. Mad Max, nee, was ist Mad? Mad Dog oder wie? Nee, Mad. Wahnsinns Stereoanlage, ja, gibt's leider nicht mehr Stereoanlagen. Plattenspieler, schau her, zwei gleich mit Mischpult für die Party und ein Schallplatten, das kennt keiner mehr. Schallplattenregal, Schallplatten, da kann man sehen, was das für eine Schallplatte ist hier oder wie. Schallplatten, Rap ist da, komm her, Rap. Wunderbar, da, oh, Lara Croft Artefakt hier, hallo. Wir müssen kurz mal schnell die Bude anschauen, hier ist der Wahnsinn. Oh, unglaublich. Und ja, wir haben gestern mal wieder, da ist der Hundi, oh, der hat Schnitzel, alles da, schau her. Wir haben gestern ein bisschen geredet mit dem Windräder, mit der Sicherung, die wir da bauen, die Kupplung. Ja, was passiert, wenn das Öl das Öl heiß wird und die Schrauben rausschmilzt, was dann passiert? Ja, da muss man die Schrauben ersetzen. Wie, ich weiß es auch nicht genau, mir hat nur der Meister erklärt, dass da Öl drin ist und das überhitzt und schmilzt die Schrauben raus. Und was dann passiert, haben wir auch nicht gesagt. Ich schätze, das ist nur so eine doppelte, quasi letzte Sicherung, bevor alles andere in die Hose geht. Wenn alles andere nicht mehr funktioniert, dann kommt diese Öl-Schmelzsicherung zum Einsatz. Verstehst du? Nur noch als Last Exit, als allerletzter Ausweg. Weil die werden natürlich vorher irgendwie das Ding abschalten oder die Rotorblätter natürlich den Winkel so stellen, dass das aufhört. Verstehst du? Aber wenn alles versagt, dann schmelzen da die Schrauben raus. So als letzte Warnung, verstehst du? Als letzte Sicherung. Weil es ist ja genauso wie in Flugzeugen, in Verkehrsflugzeugen muss ja alles doppelt und dreifach vorhanden sein, aus Sicherheitsgründen, dass wenn da eins ausfällt, dass man dann das nächste noch hat. Und das bringt mich jetzt zu meinem nächsten Thema. Ich habe neulich gestern, vor drei, vier, fünf Tagen wieder mal den Film, leider nie ganz, immer nur das Ende, Film gesehen, Deepwater Horizon. Da wo diese Bohrplattform im Pazifik oder Atlantik, wo, nee, Pazifik, oder? Also vor der Küste von Neumexiko irgendwo, oder? Die Deepwater Horizon, also Deepwater heißt Hochsee, Hochseehorizont, Sonnenuntergang auf der Hochsee. Deepwater, Tiefwasser, Tiefsee, Hochsee, wo die Bohrplattform explodiert ist und Feuer gefangen hat. Und da haben die ist ja tatsächlich passiert. Ist da Dreck oder was? Nee. Kurze Pause. Und da ist sie explodiert. Und da haben die einen Spielfilm drüber gemacht. Also relativ authentisch offensichtlich. Und haben tatsächlich am Schluss auch die Namen genannt von denen. Da sind 11 Leute gestorben. Und die haben tatsächlich die Namen mit Bild, mit Foto im Abspann. Kamen dann die 11 Leute, die da leider verstorben sind. Und dann hieß es noch, alles was schief gehen konnte und nie hätte passieren dürfen, ist passiert. Auf dieser, also alles an Fehlern, an was angeblich nie hätte passieren können, hat's da zusammengehaut. Und da kann man mal sehen, wenn nicht alles, selbst wenn alles doppelt und dreifach gesichert ist, brennt so ein Ding ab. Verstehst du? Oder Tschernobyl, also oder Fukushima, oder wie heißt Fukushima, oder? Das Atomkraftwerk in Japan neulich, Tsunami. Ja, da ist doppelt und dreifach und fünffach gesichert und kann nie was passieren und dann explodiert das Ding und brennt ab und was weiß ich alles. Und deswegen ist da noch so eine Schraubensicherung drin wahrscheinlich, keine Ahnung. Und jetzt gehen wir mal raus, weil ich weiß nicht, was ich machen soll. Und wir müssen jetzt Nebel hier oder was? Nee, ach, das ist die Lampe da, oder? Und ich kann jetzt nur mit dem hier. Die anderen sind, der hat zwar eins, aber da heißt es, ich muss jetzt mit dem weitermachen. Die anderen sind untergetaucht, angeblich.
Deswegen steigen wir jetzt, hoppla, mal ins Auto und gucken mal, was muss ich denn jetzt machen? M. M ist Michael. Muss ich jetzt zu Michael hin, oder wie? Und da hat doch noch was geblunken. Wo hat es denn da noch geblunkt? Da hat es doch noch irgendwas, blinkt doch da noch. Hä? Nicht mehr. Wir gehen vergrößern da. Ja, nee. Warum blinkt es denn da noch? Da ist doch noch was D. Was ist denn das D? M ist Michael und D ist Dorf droht. Da ist jetzt ist er da. Da ist er. D. Devin. Und wo muss ich jetzt hin, Freunde? Was sagt denn meine Lösung? Ich habe hier eine Lösung, die sagt gar nichts. Infiltriert. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob das der nächste Punkt ist. Sobald ihr euch vor dem Studio befindet. Hä? Ach komm. Ja, wurscht. Ich fahre jetzt. Sollen wir jetzt zum Michael fahren oder zum... Wieso ist denn das grün? Und D? Was war David schnell wieder? Devin. Wer ist Devin? Ich fahre jetzt mal zu Michael, oder? Dass man vielleicht, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Oh, da ist Nebel im Gange, schau her. Nebel, Zombies im Nebel, nee, Gorillas im Nebel. Alla. Hoppla. Deepwater. Ah! Horizon. Also, es war schon ein beeindruckender Film, weil er eben, ja, rein theoretisch, also, was heißt theoretisch? Also auf Tatsachen basiert. Es ist natürlich kein Dokumentarfilm in dem Sinn, weil die war ja, da war jetzt natürlich keiner mit der Kamera dabei, als das Ding abgebrannt ist. Aber die haben das halt, ja, rein grundsätzlich stimmt's, ja, aber wie das dann genau abgelaufen ist, na, ah! Jetzt steht der da. Oh komm! Ja, wie das genau abgelaufen ist, aber so ungefähr ist es wohl abgelaufen. Ja, ja, schlimm, schlimm. Wegen Erdöl, weil der mit seiner Dreckskarre hier Erdöl braucht. Benzin, das ist klar. Der hat Elektroauto, kann er nicht. Da sind Gartenzwerge. Ich bin hier ein Fallout, oder wie? Da sind Gartenzwerge. Das ist hier so ein Running Gag in sämtlichen Spielen. Gartenzwerg, hier, komm. Gab's halt mal ein Lied, Gartenzwerg, von dem... Wie hieß denn der... Der Schauspieler, der Laiendarsteller von meine wie stehen da rum hier? Kino und was? Wie hieß denn das? Out of Rosenheim. Wie hieß denn der Film? Cleo Kretschmer und Viereck, Wolfgang Viereck. Cleo Kretschmer und Wolfgang Viereck, das waren diese bayerischen Laiendarsteller, das war, wo der eine Regisseur Filme dann gemacht hat mit also absolute Leute von der Straße, der Viereck und Wolfgang Viereck und die Cleo Kretschmer. Da hat sich der Regisseur zwei Leute von der Straße geholt, einfach so, und die waren dann, sollten dann die Hauptrolle in seinem Film spielen. Achso, der wohnt ja da, das muss da reinfahren, oder? Hoppla. Und der Viereck hat dann sogar noch sich als Sänger versucht. Und ein Lied von ihm, glaube ich, war Gartenzwerg. Der Gartenzwerg, Garten in dem Gartenzwerg, Garten. Muss mal googeln, Wolfgang Viereck, Gartenzwerg. Da muss ich hin. Ob's tatsächlich, da war der gelbe Heiligenschein. Leichte Turbulenzen. Wo ist denn die an der Lösung hier? Leichte Turbulenzen. Wo bin ich denn jetzt hier? Leichte Turbulenzen, jetzt komm her. Hey. Das ist was mit Flugzeug, oder wie? Oh, komm. Oh, wir fliegen auf vier Rädern. Verlasse das Frachtflugzeug. Oh, weia. Ja gut, machen wir das mal hier, komm her, wenn es da irgendwo... Im Angebot ist Wolfgang Viereck, Gartenzwerg. Kann mich schwach erinnern. Ach, das ist die Geisel hier noch, komm her. Entschuldigung, ich muss mal kurz hier meine... Moment, Kleidung ordnen, Moment. Kurze Pause. Gartenzwerg. Glaub, dass das der Viereck gesungen hat. Jetzt komm her. Die haben da die Geisel da, komm. What the hell's that? Your maid? Business partner.
Good guy. Very loyal. Oh, komm, das sollen wir gar nicht wissen. Ron, ah, den haben wir aber auch schon mal. And this is Patricia. Den hatten wir auch schon mal. Aua. Listen. Beautiful. Listen. You know, I'm sorry about everything that's Listen. Oh, der Fernseher. I can't guarantee no harm's gonna come to you. Might have to chop you up into little pieces before spraying your pulp mess down the drain, but I really hope it doesn't come to that. I appreciate your honesty. Ja gut, der hat aber schwer Kohle verdient, der Viereck. I can see that. You need your eyes examined, then. Ron. Und die Cleo Kretschmer, müssen wir jetzt mal googeln, was aus der business. Was aus der geworden ist. Das sieht mich ja mal halbwegs. You're gonna give me a sob story. I'm gonna rip your fucking throat out and shove a turd down the hole. It's not a sob story. It's just not quite come good yet. But I heard about something. To do with Meriwether. Those assholes. Big cache of weapons they got coming in. So I thought you might Kaffee, want to Pause, Wechsel hier, komm. Passe. Fantastic. Let's go. Man. Whoa, no, ah, ja. You sit down. You're a wanted man. Stay low. Now watch her, okay? She's a good lady. Let's go, Ron. Good to meet you, Michael. Was müssen wir jetzt machen? Jetzt warte, steigt in Trevor's Truck und fahrt zum Hangar. Das können wir ja mal. The weapons are coming in by air. We've got a plane over at the airstrip. Right, let's go. Warum ist da hinten steigen? Steig in das Flugzeug? Das ist aber. Achso, ich muss da erst hinfahren. Oder? Steig in das Flugzeug. What are you going to do? We're not going to take out a private army on the ground, Ron. We got to meet them in the air. Okay, well, I knew that you were pissed after the Meriwether heist. Given back the hard way. Ein VW-Bus. That was bullshit! Right, right. Wahnsinn, so I've been ja, monitoring chatter, Dinge. Tapping into Meriwether networks. Feels good to be back in the company of a professional. I gotta say, I got it. Now, I was expecting something a little more impressive. The late, great Michael Townley. Not so late and not so great, right? And no longer called Townley. The years have not Sehr been schön. Terribly kind. What's the end game, man? Huch, we had a good thing going without him. Ein Golf-Wägelchen. Where's my money, huh? Where's my consultancy and my big fat dividend? I want a franchise network, Ron. I want reward cards and merchandise. I want to make gun merchandise. Violence and drug dependency ja, accessible to every man and beast from Hove Beach to Vespucci. Wenn der nicht so viel quatschen würde. And a depressed wife with blonde hair and a hot little secretary who bounces on my boy. There's Oscar's business. That's bringing cash in. My stake in Oscar's thing ain't under the TP conglomerate umbrella. I want my own brand success. So, jetzt müssen wir doch time. Time and money. Sure, and Michael Townley, the Santa, the Und dann, Entschuldigung. In der Flugzeug, in das Flugzeug jetzt rein. Just the plane I need to take on a heavily das da jetzt, oder? Oh, weia. Oh, komm. Das Sprühflugzeug hier. Call our guys south of the border. Und now? Fliegt so nah wie möglich am Boden, um vom Frachtflugzeug nicht entdeckt zu werden. Sobald ihr an der Militärbasis angekommen seid, umfliegt diese da hier komplette Flugsperrzone. Folgt anschließend weiter in den Frachter. Sobald ihr den Luftraum müsst ihr wieder untersekt das Fracht. Also, oh weia. Ach komm, jetzt muss ich wieder die Flugzeugsteuerung. Oh warte, warte. Linker Bumper. Und jetzt Vollgas abheben, oder? Warte. Linker Bumper, da brauchen wir drei Hände. Abheben. Komm, heb ab. Heb ab. Oh, 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 oh. Ja komm, der stürzt ab hier. Und jetzt muss ich am Boden, nahe am Boden bleiben. Unterm Radar bleiben und dem Flugzeug hinterherfliegen und dann die Sperrzone das vor dem Militärstützpunkt. Oh komm. Ja, ein bisschen schwierig hier, wir brauchen drei Hände. Weil
Oh wei, oh wei. Also am Boden, nein, am... Right nein, am Boden, ah, da! Und jetzt, da hinten ist die Sperrzone vor mir. Jetzt warte, jetzt muss ich die umfliegen. Aber bleib dicht da, ah, dicht am Boden. Oh, warte, da schützt. Das da hinten, das ist das Ding da oben, oder? Ach komm. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Da rechts, rechts, leicht rechts vor mir, da ist die Sperrzone. Warte. Jetzt muss ich da rechts, warte. Da im Flussbett fliegen, warte, hier. Unten. Au, oh, wow, wow, wow. Unten bleibt. Da rechts, da ist schon da der Funkturm vom. Da links rumpf. 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 Rumpf fliegen. Ja, wenn's piepst, oder? Dann ist nichts gut. Oh, jetzt will ich da mal rumfliegen, jetzt warte. Und dann. Ja. Und jetzt muss ich wieder rechts rum, oder? Nee, oh, nee, das ist nicht. Warte. Warte, das ist. Oh. Nicht zu hoch. Die schießen mich ab. Nee, auf die offene See fliegen, oder? Da ist kein Stützpunkt. So, jetzt müssen wir mal rechts rum ein bisschen, oder? Oh, 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 warte. Jetzt kann ich... Da, das da, oder? Und jetzt muss ich da hinfliegen, oder? Ah. Pause, da ist die... Genau, da wo der weiße Fleck auf der Karte, jetzt Pause. Weiße Fleck auf der Karte, weil die schießen sich ab. Jetzt pass auf. Folgt anschließend weiterhin dem Frachter. Sobald ihr den Luftraum von Los Santos International erreicht habt, müsst ihr wieder an Höhe gewinnen und an das Heck des Frachtflugzeugs fliegen. Sobald sich die Heckklappe öffnet, müsst ihr direkt in das Flugzeug fliegen. Bin ich blöd oder was? Erledigt anschließend die Söldner, da bin ich blöd. Kann nicht mehr. Kurze Pause. Mäht da jetzt einer Rasen, das ist doch. Mäht einer Rasen, das kann man hier. So, gleich, Moment, gleich. Gleich geht's weiter. Ich muss Gas geben, warte, Gas geben. Das da oben, jetzt warte. Jetzt muss ich dem halbwegs unauffällig folgen und in die Heckklappe reinfliegen. Oh wei, oh wei, oh wei. Das kann sich als schwierig gestalten. Wenn der wackelt, ich wackel hier nichts rum, gell? Der Flugzeug wackelt. Jetzt muss ich dem hinterherfliegen. Ah. You want me to put my nose into the dirt? Unten. Oh weia. Jetzt sind wir aber langsam vorbei dran, oder? Und da muss ich da hinten rein. Ne, da ist die Brücke. Wo ist dann noch die Sperrzone? Weiß das einer? Nee, die Sperrzone ist da, gell? Da ist die Sperrzone. Da sind zwei Brücken, da ist die eine Brücke und da ist die andere. Müsst jetzt aber hinhauen. Und jetzt. Ah nee, schon wieder. Wie weit können die denn hier mich abschießen? Ah, da unten war der Ding, wo man die Atommüll, nee, irgendwo U-Boot-Teile sammeln musste, anfangen. Oh, schicke, perfekte. Na gut, jetzt müssen wir dem hinterher. Ah, komm, hey, wie weit sollen das noch gehen hier? Weil ich fliege hier gleich im Boden rein. Das ist schwierig hier mit drei Händen.
Oh, bitte! Ach komm, ach, hat das Frachtflugzeug auch ein Radar, oder wie? Mag jetzt nicht mehr. Da ist die Hupe. Ach so, da auf der Minimap. Ja, das ist da gerade. Haben die auch ein Radar, die Frachtflugzeug? Mag nicht mehr. Jetzt krache ich gleich irgendwo rein. Können die mich auch sehen, da oben, die Kollegen? Das ist auch unangenehm. Die muss aber da trotzdem dann hinten. Wie soll denn das funktionieren? Weiß keiner. Oh, bitte! You got bad information, brother. I'm fine. Oh. Au. Au, 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 au. Jetzt, wenn ich durch den Tunnel durchfliegen müsste, ja, würde ich. Steige auf, jetzt können wir. So. Fliege dich, jetzt sind wir schon einmal rum hier um die Karte. Hallo. Pause. Und da ist auch noch ein weißer Fleck, ja, weil da war plötzlich, ich habe einmal kurz online gespielt, da war meine ganze Karte weg. Jetzt müssen wir an das Ding ranfliegen. Dicht, oh wei, oh wei. Hat ja kein Autopilot hier. Komm. Oh, war ja. Now, that's not very sociable. Genau. Und jetzt müssen wir aber trotzdem dahin fliegen, oder? Fliege dicht an das Frachtflugzeug heran, hieß es gerade eben. Und jetzt muss ich jetzt rein da, oder? Oder jetzt. Oh. Fliege in das. Oh, komm. Hätte ich nicht in dem Auto, warte. Jetzt war ich hier auf Spezialfähigkeit und auf Pause. Ah, warte. Erledigt anschließend die Söldner und passt auf die vielen Jeeps auf. Sind alle Gegner erledigt, steigt ihr die Leiter hinauf. Da ist aber Fliege auf vier Rädern, verlasse das Frachtflugzeug im Mesa. Was ist der Mesa? Also sobald alle Söldner erledigt sind. Ach komm, steigt ihr die Leiter hinauf und lauft zum Cockpit. Lauft zum Cockpit. Aber auf die Dinge aufpassen, da kommt einer. Auf die Dinge aufpassen. Du sollst, da hinten ist noch einer. Nachladen! Da sind viele. Bitte nicht anrufen, ich habe unendlich Spezialfähigkeit. Kommt jetzt da einer? Munition sammeln. Ah, nee! Ah! Hilfe! Oh, komm! Ist da noch einer? Schalte die Wachen aus. Jetzt kommt gleich ein. Ah ne, jetzt kommt alles runter hier. Ich muss jetzt darauf steigen und Pause machen. Und dann muss ich. Steigt die Leiter hinauf und lauf zum Cockpit. Übernimmt anschließend das Steuer. Da kommt noch einer, oder? Ah, du Böse.
Ist, ja. Ist da hinten noch einer? Steuerscher, übernimm die Steuerung. Oh, warte. Mit Schweihern. Oh! There has been a change of personnel and destination on the Meriwether jet. We are now landing at Mackenzie Field. Fliege das Wachtflug. Oh, warte. Swapping radio channels. Over. Ronnie, the cargo jet kann is now part da of the TP Enterprise Ding fleet. You with the Max? We're here, T. Awaiting. Ich muss da rüber irgendwo und warte. Holla, was ist das? Oh, warte, jetzt muss ich da landen. Oh, komm. Also, ich muss. Wo bin ich? Links. Was muss ich? Fliegt zum Mackenzie Flugfeld. Ach, das ist da hinten, wo wir angefangen haben, oder? Auf dem Weg zum Flugfeld werdet ihr von Kampfjets gejagt. Fliegt einfach so lange weiter, bis diese euch beschießen. Sobald die Steuerung des Flugzeugs nicht mehr funktioniert, flieht aus dem Frachter und springt hinaus. Ah ja, und da könnte ich jetzt auch in einem... Verlasse das Frachtflugzeug im Mesa. Das muss irgendein Auto sein. Fliegen auf die Rädern. Also ich muss jetzt rumfliegen, bis die Kampfjets mich abschießen und dann muss ich, wenn die Meldung kommt, oder so. Muss ich jetzt noch Gas geben oder, also ich muss dahin. Tiefflug, fliegen wir mal tief. Ah, hallo. Wahnsinn, schon, ja, jetzt kann ich da so ein Flugzeug wie Hallo, Flugzeug fliegen hier. Au, Kampfjets. Oh ne. Ja, aber keine Waffe. Keine Waffen. Oh, der brennt hinten schon, der Kollege. Der brennt. Und ich muss. Versuche über sie wegzufliegen. Höher. Also ich muss höher fliegen. Drüber fliegen. Aha, wo fliegen wir jetzt hin? Strömungsabriss. Strömungsabriss, wie denn? Was muss ich jetzt machen? Runter, kann, geht nicht. Ach, bitte. Ah, nee. Ach, komm. Ah, nee. Hey, hallo. Ach, bitte. Ach, boah. Ja, komm, ich mag nicht mehr, hat der jetzt gespeichert. Erneut versuchen. Das mache ich nicht mehr. Also, Strömungsabriss darf man nicht machen. Ich flieg jetzt einfach mal hier. Darf man nicht zu hoch fliegen. Ein bisschen höher fliegen. Da links rum. Oh, weia, da hinten ist die Map zu Ende. Wahnsinn. Als dachte ich, da kommt ein Flugzeugträger. Was verliert denn der da hinten? Jetzt fliege ich. Oh, jetzt sind wir aber schon ganz schön hoch hier. Hallo. Ah, so bleibe ich jetzt. Oh. Gut, da ich das auf Video habe, das glaubt mir kein. Oh, warte. Jetzt bin ich aber ganz schön hoch. Jetzt so. Oh ne, ist da hinten noch eine Insel? Ne, das ist der Berg da, oder? Warte, hoch. Jetzt werde ich gleich wieder einen Strömungsabriss kriegen. Oh komm. Aha. Bisschen höher, oder? Ron, I've got the fucking Air Force on me. Geh höher rauf. Ja, da kriege ich wieder Strömungsabriss. Komm her. Also, noch höher. Wie hoch kann ich denn da gehen? Bin ich nicht mehr weit. Ah!
die Hörer auf. Oh ne, ja. Jetzt geht's aber gleich nicht mehr hier, oder? Jetzt bin ich aber gleich hier weg vom Fenster hier. Stimmungsabriss hier ist oder nicht hier. Komm her. Der verliert schon. Und ich muss jetzt einfach da weiter. Ein bisschen höher noch, oder? Oh, warte, jetzt bin ich aber wirklich geil vom Fenster. F-14, was sind denn das für Flugzeuge hier? Jetzt geht's aber nicht mehr. Kann da nicht. Hey, you wouldn't shoot me down anyway. Think of the ground casualties. Ja. Jetzt bin ich aber. Ah, nee! Ich kann nicht mehr. Jetzt bin ich aber hoch, ja. Warte, was sagt denn der Lösung? Ja, nicht viel, bla. Auf dem Weg werdet ihr von Kampfjets gejagt. Fliegt einfach so lange weiter, bis euch diese beschießen. Sobald die Steuerung des Flugzeugs nicht mehr funktioniert, flieht aus dem Frachter und springt hinaus. Und möglichst in ein Auto steigen jetzt da, oder wie? Aber ich fliege jetzt einfach weiter. Die beschießen mich jetzt, oder? Aber, genau, die müssen mich jetzt abschießen, oder? Und da muss ich raus. Jetzt warte. Oder? Sehe ich das? Au! Sehe ich das richtig? Jetzt habe ich keinen Seitenruder mehr. Holla. Du musst raus. Aber muss jetzt aussteigen. Muss ich jetzt schon... Wir schmieren ab. Jetzt muss ich raus, oder? Jetzt warte, Y. Warte. Ich muss in das Auto steigen. Spring aus dem Flugzeug. Mesa, genau. Das ist der Mesa. Ich muss mit dem Auto raus. Warte. Oh, komm. Hallo. Ich kann nicht machen. Pause. Also, das war eine Herausforderung. Fliegen auf vier Rädern. Verlasse das Frachtflugzeug im Mesa. Da war kurz die Meldung Mesa. Treffergenauigkeit erreiche eine Treffer. Muss ich jetzt Fallschirm drücken? Nee. Schaut jetzt. Warte, steuern. Links, rechts. Ich kann nicht steuern. Muss ich jetzt einen Fallschirm drücken oder wie? Verlasse das Frachtflugzeug im Mesa. Bin ich schon wieder tot oder wie? Ach komm! Ja, muss ich dann aus dem Mesa auch nochmal rausspringen oder wie? Erneut versuchen? Macht jetzt nicht. Aber ich hab's im Mesa verlassen, aber ich muss dann da auch nochmal rausspringen, oder? Komm, geh raus. Und jetzt. Achso, wir haben's. Jetzt schauen wir noch schnell nochmal. Oh nein, Alabaster, ja, hallo, komm. Alter, jetzt will ich noch sehen, wie der abstürzt, warte. Kann ich nicht sehen. Kann ich nicht mehr sehen. Jetzt muss ich Fallschirm drücken, raus. Fallschirm drücken. So, und ja, jetzt haben wir es aber. Komm rein. Begib dich per Fallschirm in Sicherheit. Wo ist Sicherheit? Sicherheit. Oh weia, was ist denn das? Achso. Wo ist denn Sicherheit? Wo muss ich denn hin? Nirgends hin. Landet sicher auf dem Boden. Löst euren Fallschirm aus und landet sicher auf dem Boden. Ah, ich muss sicher auf dem Boden. Boden, wo ist Boden? Wurscht wo, oder? Wurscht Boden. Wurstsemmel. Wurst. Entschuldigung. Wurst. Jetzt land mal einfach da irgendwo. Warte, da hinten ist doch der verrückte Raumschiff Enterprise, der verrückte Kollege mit den Außerirdischen. Jetzt landen in London. Nicht ins Stromkabel landen. Jetzt landen wir einfach mal da, komm her. Wobei ja.
Hat der keinen Antrieb hier? Nee, das ist ein Fallschirm. Einfach mal nicht am Zug landen. Kann man den jetzt nicht mitnehmen, nee. Fertig. Ja, speichern. Sprengen. Erweitern. Kontrollpunkt. Nichts erreicht. Treffergenauigkeit nicht erreicht, aber auf 4 Rädern raus. Ja. Na gut, kann man mal so stehen lassen. Dann komm, jetzt können wir da reingehen. Na gut, Freunde, haben wir das fertig hier. Jetzt müssen wir den noch anrufen. Trevor! Shit, are you okay? I saw the plane go down. I survived, and Lizard Army didn't do so well, so that's something. Ah, oh, thank God. Geh ich da hin. The fuselage went into the Alamo Sea. You might be able to salvage the hardware with dive gear or something. Ah, oh, good idea. But it'll take time. Tell Oscar he ain't getting these guns. Okay, look, I gotta ask. Are you in with the federal government? An agent Sanchez was round here saying you and Michael had to meet his supervisors at the garage, the cook site. Fuck, I gotta do this, okay? But I'm using them, alright? They ain't using me. Let's make that clear. Witzig. So, jetzt haben wir es aber, komm her. B, da blinkt ein B. Kann man jetzt da hingehen. Gut, dann haben wir das aber in der Tüte hier. Das schau, jetzt gehen wir noch schnell dahin. Und dann hören wir auf. Außerirdische. Ja, da müssen wir mal hinschauen. Ah, gut, ja, das war's dann. Autoreifen hier. Lenkraketen, ich kann nicht mehr. In verschiedenen Farbtönen, das wollte ich immer schon mal. Da ist der Bomben, nicht Bomben, der außerirdische Bastler. Komm her. Wahnsinn. Ich glaub's nicht. Da ist der UFO. Warte, da ist nichts mehr, gell? Da ist der UFO. Das sieht ja fast schon ein bisschen aus wie Fallout hier. Da ist der Roller. Das ist der UFO-Roller. Ja, weißt du, die Außerirdischen, die kommen von ewig weit her, unendlich weit her, und da brauchen die nichts anderes als so eine kleine Untertasse hier mit so ein bisschen Plastikkuppel drauf. Damit fliegen die mit Lichtgeschwindigkeit unendlich weit durchs Weltall mit so einem Tank. Einen Reservetank brauchen die nicht. Die haben so ein winziges Dingelchen hier, da fliegen die 30.000 Lichtjahre rum hier. Fallschirme. Naja, ist gar, oder? Also die Untertasse ist kleiner als das Auto. Mit so einem Auto kommst du gerade mal 500 Kilometer weit, dann ist der Tank leer und die Achse kaputt. Aber mit so einem Ding hier kannst du das ganze Universum fliegen. Wer das glaubt, der soll sich bitte bei mir melden. Ich begleite ihn höchstpersönlich in die nächste geschlossene Psychiatrie. Da in Turnschuhe. Oh ja, klar. Okay, herzlichen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.